Pfeffer, Salz, Essig und Olivenöl. Ich bleib bei Couscous-Salat. Wir sehen uns beim Artischockenherz. Und ich bin jetzt beim Herz angelangt. Ich muss sagen, es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also es schmeckt schon nicht schlecht, aber ich glaube, durch die Zitronen, die ich drüber gemacht habe, das gibt ihm so einen komischen Geschmack irgendwie. Aber jetzt schauen wir mal, wie das Herz schmeckt. Okay, das Artischockenherz habe ich jetzt befreit. Und ich probiere es jetzt einfach mal so. Ist okay. Macht's nicht nach.